Gestatten, mein Name ist Amory Clay. Eine Frau aus dem 20. Jahrhundert. Fotografin, Reisende, Kriegsberichterstatterin. Hier sehen Sie mich im Jahr 1944 an Bord der Palinurus. Geboren wurde ich am 7. März 1908 als ältestes von drei Kindern. Meine Eltern wohnten damals in London, in Hampstead Village, in einer Maisonette-Wohnung zur Miete. Als ich 2 Jahre alt war, kaufte mein Vater ein altes Haus mit einem 4-Morgen-großen Garten in East Sussex. Er war dank der Tantiemen für ein frühes Theaterstück zu Wohlstand gelangt. In meiner frühesten Erinnerung an ihn steht mein Vater Kopf. Dieses Kunststück beherrschte er mühelos. Jedes Stück Rasen war ihm recht, um sich in den Handstand zu schwingen. »Ich sehe euch Mädchen von den Füßen hängen wie Fledermäuse«, sagte er, während er Handstand machte. »Ihr tut mir leid, oh ja, in eurer verkehrten Welt, ihr armen Mäuse!« »Nein, nein«, kreischten wir dann immer aufgeregt zurück. »Nein, du stehst doch verkehrt herum, Papa, nicht wir!« Meine Mutter war eine hochgewachsene, ein wenig schwerfällige Frau mit Brille. Sofern sie so etwas wie Zuneigung zu ihren Kindern empfand, gelang es ihr jedenfalls glänzend, diese zu verbergen. Es gab 2 Redewendungen, die sie immer und immer wieder benutzte. »Ich kann Theater nicht ausstehen« und »So ist es nun mal, ob's dir passt oder nicht.« Ja, wir waren glücklich im Garten von Backborough, unserem Haus, unweit von Cleverley in East Sussex. So kam es mir jedenfalls vor. Doch der Krieg veränderte alles. Das Einzige, was meinem Vater nach seiner Heimkehr noch Freude zu machen schien, waren lange Spaziergänge ans Meer. Er marschierte mit großen Schritten vorneweg, wie ein etwas verrückter Rattenfänger von Hameln mit seinen Kindern im Gefolge, und trieb uns an. »Marsch, marsch, keine Müdigkeit vorschützen«, rief er uns über die Schulter zu, während wir hinter ihm hertrödelten. Aber warum er 1925 endgültig den Verstand verlor und versuchte, uns beide umzubringen? Ich weiß es bis heute nicht genau. Zur Fotografie brachte mich mein Onkel Greville. Er stellte für mein Leben die Weichen, als er mir zu meinem 7. Geburtstag eine Kodak Brownie Nummer 2 schenkte. Dies hier ist das erste Foto, das ich je gemacht habe. Und hier mein erstes Foto, mit dem ich je Geld verdient habe. Die ehrenwerte Miss Edith Metcalf. Ein guter Start für eine Karriere als Gesellschaftsfotografin. Doch dieses Foto für die Beau Monde machte alles zunichte. Meine Aufnahme von Miss Veronica Presser mit ihren beiden Tennisschlägern gefiel mir sehr, aber Greville sah darauf eine Frau mit Rädern. Und Veronicas Vater, Lord Presser, behauptete, meine Aufnahme hätte seine Tochter zutiefst beschämt, blamiert, gedemütigt. Die gesamte Ausgabe der Beau Monde wurde eingestampft und ich war gefeuert. 1931 verließ ich London, um meinen Ruf endgültig zu ruinieren. Ich ging nach Berlin und begann die berühmt-berüchtigte Berliner Dekadenz zu fotografieren, was gar nicht so einfach war. Der Closet-Club etwa war bereits zur reinsten Touristenfalle verkommen. Und ich war doch auf der Suche nach exklusiveren, exotischeren, erotischeren Orten. So fand ich nur gegen eine horrende Vermittlungsgebühr den Xanadu-Club. Freier und Mädchen kamen aus den Zimmern im oberen Stock und mischten sich unter die Gäste, um weiter zu trinken und zu flirten. Es ging freizügig zu, die Hüllen fielen und neue Pärchen verschwanden nach oben. Zurück in London stellte ich mit den Berliner Bildern meine erste Ausstellung zusammen. Berlin bei Nacht. Anstelle von Ruhm bescherten mir meine Berliner Fotos einen handfesten Skandal. Doch dies war erst der Anfang. Ja, mein Leben war sehr kompliziert, doch nun wird mir klar, dass diese Komplikationen mich gefordert und am Ende beglückt haben. Ich glaube, ich sollte noch so lange weiterstürzen, bis es Zeit wird, den Schlussstrich zu ziehen. Pflücke den Tag, Amory.